Jo Leute, willkommen zu einem neuen Trainingsvlog. Ich bin wieder in der Turnhalle. Heute geht's weiter mit meinem Aufbautraining nach der Verletzung. Ich bin auch ziemlich fertig, habe Muskelkater noch ein bisschen von der letzten Session, aber es muss jetzt weitergehen. Ich habe mir keinen konkreten Trainingsplan für heute gemacht, aber ich werde auf jeden Fall die Sachen nochmal wiederholen, Kork und so weiter, was ich schon gemacht habe. Und dann schaue ich einfach, wie ich mich fühle, ob ich irgendwas Neues machen will oder vielleicht ein paar Kombinationen und so weiter. Aber wie immer mache ich mich erstmal mit ein paar Parcours-Basics warm. So, ich habe eine neue Sache für heute gefunden, die ich wieder machen will. Hier ist so ein kleiner Kasten aus Schaumstoff aufgebaut und ich will mit einem Step hier gegen, ein bisschen wie ein Wallflip und dann Zeitflip rüber über das Hindernis und auf der Matte landen. Sollte eigentlich gut funktionieren, aber ich habe ewig einfach keine Flips mehr gemacht, also mal gucken. Technik war richtig miserabel, aber es hat funktioniert. Ich habe mich noch ein bisschen ängstlich angestellt. Der zweite wird besser. Klappt super. Sogar mit links abspringen und links landen hat funktioniert. Jetzt mit Cam in der Hand. Mal gucken, ob es noch klappt. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Setup hier eigentlich perfekt ist, um einen meiner Lieblingstricks wieder zu üben. Cork Vault habe ich selber genannt. Ich weiß nicht, ich habe den Trick vorher nirgendwo gesehen. Ich habe ihn selber irgendwann mal ausgedacht. Gibt es wahrscheinlich auch schon irgendwo, aber hier so ein bisschen wie ein Cork rüberspringen über das Hindernis, dann raufgreifen, hinten runter und daraus kann man perfekt swingen und genau, also aus dem Move in den Swing rein und dann eigentlich noch einen Cork ran. Mal gucken, wie es funktioniert und ob ich mich das heute gleich traue. Mit der Matte dahinter funktioniert es schon richtig gut. Ich habe es jetzt mal weggeschoben von der Matte, mache es auf den Flyo-Boden und dann gucke ich, ob ich mich traue, gleich den Swing hinterher zu machen und noch einen Kork ranzuhängen. Als ersten Test für den Swing mache ich einfach nur Speedstep rüber und daraus in den Kork. Der war auf jeden Fall noch nicht gut. Aber war auch schon mal gut, jetzt so ein Bail zu haben. Also mein erster Kork, den ich nicht gestanden habe. Aber ich lande trotzdem so, dass es nicht schlimm fürs Knie ist. Das gibt mir auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen mehr Zuversicht, jetzt den Swing zu Kork gleich auszuprobieren. Jetzt, der war schon viel, viel besser jetzt. Jetzt hätte ich ihn gerade eigentlich ziehen können. Da hatte ich genug Schwung. Aber ich glaube, für heute reicht es mit dem Move erstmal. Ich bin auf jeden Fall happy, dass der an sich noch so gut funktioniert, der Corkboard. Und auch der Speedstep zu Cork hat geklappt. Beim nächsten Mal probiere ich es dann zu kombinieren. Für heute bin ich erstmal durch vom Kopf her.